Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei HomeTech. Ihr werdet das mitbekommen haben, die Energiepreise explodieren förmlich und somit haben wir uns auch entschieden, in unserem Haus hier flächendeckend smarte Heizungsthermostate einzusetzen. Wir schauen uns heute mal ein ganz konkretes davon an, und zwar das FritzDeckt 310. Davon haben wir hier mittlerweile eine ganze Menge im Einsatz. Wie man es einrichtet, dass das Wechseln der Thermostate ein kleines Kinderspiel ist und jeder kann und was das Ganze bringt. Schauen wir uns an. So, zum Start würde ich sagen, wir gucken mal, was alles hier in der kleinen süßen Verpackung drin ist und packen es mal aus. So, da haben wir schon den kleinen unscheinbaren Karton. So viel steht gar nicht drauf. Testsieger, Temperatur steuern, Heizkosten sparen, optimal für Fritzbox. Ja, ich gebe zu, ohne Fritzbox macht das alles wenig Sinn. Hier steht auch nicht viel mehr. Was haben wir hier noch Spannendes? Intelligenter Heizkörperregler steuert automatisch die Raumtemperaturen, hilft Energie zu sparen, Zeitplan für Heizphasen individuell einstellbar. Okay, Komforttemperatur, Fensterauferkennung, einfache Montage, gut ablesbares, sparsames E-Paper-Display, das finde ich tatsächlich ganz cool an den Dingern. Tasten zur einfachen manuellen Änderung der Raumtemperatur, Steuerung von zu Hause und unterwegs. So, ab Werk verschlüsselt, automatische Updates, bla blub. Was haben wir hier noch? Okay, also. Da lächelt es uns direkt schon an. Okay. So, erstmal gibt es ein bisschen Lektüre zu lesen, die Bedienungsanleitung, wobei die ja bei den meisten AVM-Geräten jetzt wirklich überschaubar ist. Auch vom Schwierigkeitsgrad von Einrichtung. Also das brauchen wir, glaube ich, alles nicht. So, hier drin befindet sich dann das eigentliche Heizungsthermostat. Batterien liegen AVM-typisch schon drin. Tatsächlich vernünftige Wartungsbatterien. So. Nach dem Auspacken kann man im Endeffekt einmal auf die Menütaste drücken, dann kommt man hier ins Menü rein. Anmeldung, Montage, Display drehen, Informationen und zurücksetzen. Wir springen hier direkt mal auf die Anmeldung drauf. Zack. So, und dann kommt hier bitte Decktaste an der Fritzbox lange drücken. Und alternativ kann man das auch direkt in der Oberfläche der Fritzbox machen. Und das machen wir kurz. Wir switchen kurz auf die Fritzbox. Wenn wir uns in unserer Fritzbox angemeldet haben, in der Regel über den Browser zu erreichen, fritz.box, sind wir hier, sage ich mal, in der großen Übersicht von so einer Fritzbox. Das ist jetzt eine Fritzbox 7590. Klicken wir einmal links auf Smart Home und auf Geräteverwaltung. Scrollen ganz nach unten, drücken auf Gerät anmelden. Jetzt checkt die Fritzbox, ob es irgendwo ein Deckt-Gerät gibt, welches sich mit der Fritzbox verbinden möchte. Okay, das klingt schon mal gut. Der Anmeldevorgang war erfolgreich. Das heißt, wir können das Thermostat schon einrichten. Bitte nicht wundern, das ganze Ding hat hier jetzt schon einen Namen. Ich wurde gerade automatisiert von der Fritzbox abgemeldet. Ich muss mich nochmal anmelden. So, das heißt, hier oben sehen wir das Modell. Es ist ein Fritz-Deckt-Regler 301, eine Versionsnummer von der Software. Und dann geben wir dem Baby einen Namen. In dem Haus ist es Treppenhaus UG2. Das Ding kommt bei uns in den Keller. Und dann gibt es hier eigentlich schon ganz viele Funktionen, die man hier so einrichten kann und warum das ganze Ding dann auf einmal smart wird. Ganz allgemein, ich kann die Tastensperre am Heizkörperregler aktivieren. Das heißt, die Tasten, die ich drücke, funktionieren dann nicht mehr, sondern nur noch über die App oder komplett automatisiert. Und das Gleiche kann ich auch nachher über die App-Steuerung machen. So, der spannendste Punkt ist die ganze Zeitschaltung bei dem Ganzen. Das heißt, es ist fürchterlich einfach. Ich habe eine Komforttemperatur von, sagen wir, 22 Grad, eine Absenktemperatur von, keine Ahnung, 18 Grad. Und dann kann ich hier jeweils Montag bis Sonntag diese ganzen Temperaturen einstellen, absenken und Komfort. Das heißt, ja, unterhalb der Woche sind hier eigentlich so alle zwischen 5 und 8 Uhr im Haus. Das heißt Montag bis Freitag und ab 16 Uhr sind wir auch wieder alle im Haus. In der Zeit soll geheizt werden auf die Komforttemperatur. Und dazwischen können die Heizungsthermostate zumachen und das reichen 18 Grad. So, am Wochenende sind wir in der Regel alle zu Hause, vielleicht auch mal ein bisschen länger.
Und dann haben wir hier durchgängig geheizt. Das ist die ganze Magie. Das heißt, unter der Woche ab 8 Uhr schalten die sich ab, um 16 Uhr schalten sie sich wieder ein und um 22 Uhr schalten sie sich wieder ab. Sehr einfach. Man kann eine Urlaubsschaltung einstellen. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin dann die 3 Wochen weg, kann ich hier eine Temperatur, eine abgesenkte Temperatur festlegen für das Heizungsthermostat und kann die Zeiten hier direkt eintragen. Wenn ich im Januar schon weiß, wann ich im August weg bin, kann ich das bereits eintragen. Das passiert dann automatisch. Und ich kann über die Heizung komplett ausschalten. Das heißt, die Heizungsthermostate fahren dann in so einen Ruhemodus runter. Das macht so zwischen Mai und Ende September, Mitte Oktober macht das Sinn. Dann kommunizieren die nicht mehr so oft mit der Fritzbox. Das spart primär Energie von den Batterien. Ungeachtet dessen fahren die diesen Heizungsstift am Ventil alle 4 Wochen einmal raus und komplett rein, damit da nichts fest wird. So, was haben wir hier? Eine Fenstererkennung. Viele Heizkörper hängen ja direkt unterm Fenster. Das heißt, wenn ich das Fenster aufmache, droppt in der Regel die Temperatur nach unten und das erkennen diese Thermostate. Das heißt, wenn innerhalb von einem gewissen Zeitraum die Temperatur um mehrere Grad fällt, schalten die automatisch für 10 Minuten ab. Das kann ich hier einstellen, halt fürs Stoßlüften. Ja. So, was ich ganz cool finde, ist eine Offset-Temperatureinstellung. Man muss wissen, die Temperatur wird ja direkt an dem Thermostat gemessen. Ja. Das ist natürlich direkt an der Heizung, ist es natürlich wärmer als 5 Meter davon entfernt. Jetzt ist es ja schön, dass an der Heizung 22 Grad sind, aber im Wohnzimmer, wo ich mich aufhalte, sind es nur 17 Grad. Das heißt, ich kann hier diese Temperaturdifferenz einstellen und die wird beim Heizen berücksichtigt. Und somit heizt der halt, bis es halt im Heizkörper, was weiß ich, 25 Grad sind, aber damit ist gewährleistet, dass es in der Raummitte halt auch 22 Grad sind. So, was gibt es hier noch? Ein paar Push-Meldungen, die ich hier so reinschieben kann. Und das war es im Endeffekt. Drücken wir einmal auf OK. Das ist auch spannend hier. Bitte beachten, die Übertragung der geänderten Einstellungen des Heizkörpers kann bis zu 15 Minuten dauern. Hintergrund ist, die Heizkörper werden per DECT mit der Fritzbox verbunden. DECT kennt man sonst so von Telefonen, ISDN-Anschlüssen. Und die DECT-Konfiguration wird quasi alle 15 Minuten pusht die Fritzbox die Configs an die Thermostate und alle 15 Minuten melden die Thermostate ihren Status zurück. Das heißt, wenn ich hier auch die Temperatur verändere, innerhalb dieser Fritzbox-Oberfläche kann es bis 15 Minuten dauern, bevor diese Änderungen bei den Thermostaten ankommen. Aber alles gut, das passt. Laden wir wieder ein bisschen. So, wo habe ich ihn? Hier ist er. Das ist jetzt quasi der Heizkörperregler Treppenhaus OG2. Gerät ist bereit zur Installation. Bevor wir uns ganz kurz angucken, wie man ganz einfach so ein Thermostat tauscht, springen wir noch mal ganz kurz rein in die Konfiguration von unserem UG2. Und zwar schauen wir uns da ganz kurz an, was man hier noch so tun kann. Hier oben sieht man noch einen zweiten Reiter. Das ist bei den Thermostaten eine reine Temperaturübersicht der letzten 24 Stunden. Da gibt es eine kleine Grafik. Und dann haben wir hier links noch die Gruppen und Vorlagen. Das ist relativ charmant, wenn man mehr als einen Heizkörper slash mehr als ein Thermostat pro Raum hat. Dann kann man diese nämlich gruppieren. Wie man hier sieht, habe ich das einmal fürs Büro gemacht, fürs Wohnzimmer oder Wohnzimmer-Essbereich und unten für die Diele. Und somit kann ich dann zentral an einem Punkt, sowohl hier in der Fritzbox in den Gruppen, als auch über die App auf dem Smartphone einfach nur sagen, Wohnzimmertemperatur X. Und dann wird das automatisch für alle 4 Thermostate übernommen. Und ich muss es halt nicht für jedes Thermostat einzeln machen. Das ist relativ charmant gelöst. So, dann gibt es hier noch die Bedienung. Das ist einfach nochmal eine Übersicht von dem Ganzen. Ja, hier oben kann ich halt filtern, Gruppen, Geräte, Steckdosen, Heizkörper oder Taster. Gibt dann auch ein bisschen was von Fritz slash AVM. Und ja, gut. Soweit schaut das Ganze aus und das heißt, als nächstes schauen wir uns mal an, wie man so ein Thermostat eigentlich ganz einfach wechselt und das kann eigentlich auch jeder machen. Das Bild sollten jetzt viele kennen. Ich bin jetzt hier bei mir im Keller an einem alten Heizkörper. Hier ist auch noch ein normales Heizungsventil oben drauf. Die Einrichtung von dem smarten Ventil ist jetzt abgeschlossen in der Fritzbox. Das heißt, dieses Ventil hier schraube ich jetzt einfach runter.
kann man auch einfach machen, keine Sorge, da kommt kein Wasser raus, auf nichts. Das ist quasi der kleine Stift, der da reingedrückt wird. So. Schnappen wir uns das Neue. Schrauben dann das Neue. Einhändig, ganz klar. Das Ganze muss auch noch handfest gedreht werden. Das reicht völlig aus. So, jetzt steht hier nach Montage okay, lange drücken. Das machen wir mal. Gerät erfolgreich installiert. Das war ja einfach. So. Konfiguration hatte gerade bekommen von der Fritzbox. Ich habe hier aktuell wieder die Winterschaltung reingemacht. Das passt. Und das war es jetzt eigentlich auch schon. Das Thermostat ist installiert. Das ist in der Fritzbox konfiguriert und verrichtet jetzt einfach so seinen Dienst. Hoffe ich zumindest. Man hat es vielleicht kurz gesehen in der Fritzbox-Übersicht. Wir haben davon jede Menge installiert. Über 20 Stück hier im gesamten Haus. Laufen bisher sehr zuverlässig. Was ab und an passiert, ist, dass eines der Thermostate ab und zu mal die Verbindung zur Fritzbox verliert. Das ist sporadisch, ja, das ist vielleicht mal alle 6 Wochen eins oder so, das hängt sich auf, ich weiß nicht warum. Die Lösung ist irgendwie Batterien raus, Batterien rein. Woran es genau liegt, kann ich nicht nachvollziehen, ich kann es nicht nachprüfen. Wie gesagt, es ist random, es ist mal hier oben, es ist mal unten. Es passiert nicht täglich, also alle paar Wochen irgendwann in der App sehe ich da mal ein kleines Ausrufezeichen und sage, oh, Obacht, Verbindung verloren. Das so von den negativen Seiten. Was vielleicht noch spannend ist, so eine Fritzbox kann nur 30 Deckgeräte verwalten. Darüber macht man sich am Anfang so gar keinen Kopf, ich auch nicht. Ich habe mir von AVM auch noch einen ganzen Schwung von so Smart Home Steckdosen bestellt. Die sind auch alle per Deck angebunden und ich hatte die ganze Zeit Gerätausfälle. Mal war es eine Steckdose, mal war es ein Heizkörperregler, mal war es ein Temperatursensor und ich wusste nicht warum. Nach ein bisschen googeln bin ich dann auf die AVM Support-Seite gestoßen und die schreiben, dass eine Fritzbox nur 30 Deckgeräte verwendet. Das ist jetzt für die meisten kein Problem, wenn man 5-6 Heizkörper hat und irgendwie ein Schnurlostelefon oder so, ist das kein Problem. Wir haben hier im Haus insgesamt 3 ISDN-Deck-Telefone, wir haben 3 WLAN-Repeater, die auch eine DECT-Verbindung haben und den Rest haben wir mit Heizungsthermostate bis an die 30 vollgeknallt und wir sind so am Limit. Die Smart Home-Steckdosen von AVM habe ich jetzt so nicht weiter benutzt. Ich habe mir jetzt von einem anderen Hersteller die Steckdosen organisiert und die Fritzbox ist mit ihren 30 DECT-Geräten komplett ausgelastet an der Stelle. Was man noch wissen sollte, man hat gesehen, es sind 2 Batterien drin. Obacht, es sind 2 Batterien, benutzt keine Akkus. Warum nicht? Batterien haben eine Spannung von 1,5 Volt und Akkus haben 1,2 Volt. Das Thema ist, Enno-Loop-Akkus also funktionieren genauso, aber nach spätestens einer Woche meckert die App und die Fritzbox, dass die Batterien in dem jeweiligen Thermostat langsam leer und kritisch sind. Einfach bedingt dadurch, die werden eine Abfrage einfach nur mit der Spannung der Batterien haben und wenn die unter 1,15 Volt oder so kommen, schreit die App sofort los. Das ist jetzt bei Akkus völlig normal, bei Batterien halt nicht. Also hier könnte AVM tatsächlich mal nachbessern und bei der Konfiguration irgendwie eine Auswahl machen, wenn Akkus oder Batterien, dass man dann auswählen kann, wenn ich Akkus benutze, dass es dann nicht halt schon bei 1,15 Volt oder was weiß ich, erst bei 0,9 Volt oder so die Alarmmeldung kommt. Somit bleibt eigentlich nur der sinnvolle Betrieb bei Batterien, weil die Thermostate an sich, die funktionieren dann halt irgendwann einfach nicht mehr. Wenn die dann mal wirklich leer sind und wenn ich Akkus verwende, dann habe ich da keine verlässliche Angabe zu. Schade, aber kann man mit leben. Bei über 20 Thermostate heißt es, wir müssen hier einmal mehr so 40, 50 Batterien mal durchtauschen. Black Friday Deals, irgendwie ein großes Pack mit 50 Stück, es kommt, wird er mal gern gesehen für kleines Geld, das funktioniert. Ja, was haben wir noch? Am Ende des Tages ist die Frage, wie viel spart man jetzt mit smarten Heizungsthermostaten? Das kann ich euch gar nicht sagen. Ja, also ich habe jetzt hier einen Verbrauch von 2,5 Jahren in dem Haus. Bedingt dadurch, dass wir hatten jetzt zum Beispiel von Jahr 2021 zu 2022 einen wirklich milden Winter im Gegensatz zu 20 zu 21, wo es ja noch bis in den März noch teilweise hier bei uns reingeschneit hat. Und von daher ist es schwierig.
Ja, also was das aber unheimlich elegant macht, ich kann mal wirklich alle Räume so steuern, wie wir es brauchen, wie wir auch anwesend sind. Das ist ein Riesenvorteil zu vorher, weil kein Mensch ist hier vorher das ganze Haus gerannt und hat 15, 16 Thermostate da immer am Tag umgestellt, dass es nicht passiert. Von daher erwarte ich mir da schon eine gewisse Ersparnis. Wie viel das am Ende ist, schwierig, ich kann es noch nicht sagen. Und jetzt beginnt so der Langzeittest von dem Ganzen. Also das halbe Haus ist seit Januar diesen Jahres damit bestückt. Die andere Hälfte kam jetzt vor wenigen Wochen. Und jetzt lassen wir das mal so laufen. Gut, wie immer, ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen. Wie gesagt, alles kein Hexenwerk, sowas zu installieren. Das ist ein Komfortgewinn, weil ich muss mich nicht mehr weiter darum kümmern. Die Geräte laufen an und für sich einfach durch. Und das ist eigentlich eine gute Sache. So, bis dahin haben wir es. Wir sind durch. Ich habe nichts mehr. Wenn ihr auch nichts mehr habt, bis zum nächsten Mal. Ciao.